Hallo meine Freunde, Tag 13. In Summe haben wir 15 Tage, bedeutet, unser Urlaub neigt sich dem Ende. Wir sind tatsächlich jetzt auch erst an unserem Spot angekommen, wo wir ursprünglich hin wollten, nämlich die Normandieküste. Wie ihr vielleicht wisst, am 1944, genau, 44, ein Jahr vor Kriegsende, sind die Alliierten hier in der Normandie angelandet. Es gibt hier 5 verschiedene Strandabschnitte: Juno, Omaha, Sword und noch 2 andere, die mir gerade nicht einfallen. Sword Beach. Wir befinden uns jetzt hier an einem Museum von der Batterie Merville. Und hier hat eine entscheidende Schlacht damals stattgefunden. Die Batterien hatten immer schwere Artilleriekanonen, die auf die Schiffe, teilweise sogar auf England schießen konnten. Und das Besondere hier ist natürlich die Geschichte, aber auch, dass Diego das erste Mal mit rein darf. Also in ein Museum, weil das ist fast ausschließlich Outside. Und natürlich können wir auch in die Bunker reingehen. Also es wird auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Tickets habe ich schon gekauft. Ferenc wartet hier schon. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal rein. So, wir sind jetzt hier durch den Museumseingang rein und schaut mal, wie gepflegt das hier ist. Es ist ja nicht mehr lange bis zum 6.6. Landung in der Normandie, 80. Anniversary. Und hier am Anfang finden wir schon eine Übersichtstafel und nochmal die jeweiligen Strandabschnitte. Merville war also Sword. Danach kam Juno, die Kanadier. Dann nochmal die Briten, Gold, und die Amerikaner, Omaha, man sagt auch Bloody Omaha, kennt ihr vielleicht, und Utah. Und ich lese euch mal ein bisschen was vor, weil leider sind die Tafeln hier nicht auf Deutsch. Aber wir haben ja immer eine Möglichkeit, uns zu helfen. Und zwar, die Batterie Merville war Teil des Atlantikwall, einer deutschen Verteidigungslinie, die von der Organisation TOT errichtet wurde. Man ging davon aus, dass die alliierten Truppen, die am D-Day am Strandabschnitt Sword landeten, erheblichen Schaden zufügen könnte. Die Batterie bestand aus 4 Kasematten mit je 100 mm Haubitzen. Die Alliierten planten, die Batterie im Rahmen der Operation Tonga zu zerstören, um die Landungstruppen zu entlasten. Ein Luftangriff wurde als effektivste Methode angesehen, diese Bedrohung zu beseitigen. Die Batterie wurde von etwa 160 deutschen Soldaten verteidigt, die über Maschinengewehrposten und 3 20 mm Flak verfügten. Das 9. Bataillon der britischen 6. Luftlandedivision unter dem Befehl von Lieutenant Colonel Terence Otway wurde beauftragt, die Batterie zu erobern und zu zerstören. Nach der Eroberung und Zerstörung der Geschütze stellten die Alliierten fest, dass die Kanonen nicht das erwartete Kaliber 150 mm hatten, sondern wie gerade gesagt nur 100 mm. Und Typ war Skoda. Und die waren übrigens eine geringere Bedrohung als die 150 mm, die man gedacht hatte. Heute ist das Areal ca. 10 Hektar groß und ein Freilichtmuseum, welches wir uns heute anschauen. Und hier geht das auch schon direkt los, Leute. Eine DC Douglas. Mit dieser Maschine wurden die Airborne Ranger, also die Fallschirmjäger, transportiert und über feindes Land abgeworfen. Schaut mal hier. Das ist eine Schautafel. DC-47 Dakota. Ich muss mich korrigieren. Keine Douglas, das ist eine Dakota. Bitte? Ja, ich hätte jetzt auch gesagt, dass es eine DC-3 ist, aber anscheinend hießen die Militärmaschinen C-47. Also Leute, in der zivilen Luftfahrt DC-3 und in der militärischen anscheinend C-47. Woher wissen wir das? Da vorne rechts. Rechts, ne? Da drüben auf dem Schild. Ah, auf dem Schild. Da, DC-3. DC-3. Ist leider sehr windig. Schaut mal hier in Ringstellung unter Wasser. Und ich würde sagen, irgendwie 2 cm. Aber ich weiß nicht, ob es für die Luftabwehr war. Fehlt halt eine Menge, dass man das. Aber so eine Ringstellung.
Ich weiß es leider nicht. Mal gucken, was Diego macht hier. Hat er Bock auf Wasser? Ich glaube, der hat noch gar nicht erkannt, dass das Wasser ist. Und direkt dahinter sind irgendwelche Pferde, glaube ich. So, Diego hatte, glaube ich, keinen Bock. Ich habe ihn gerade ins Auto gebracht, Klimaanlage für ihn eingeschaltet und jetzt gehen wir mal in das Museum rein. Ausrüstungsgegenstände. Und ich habe euch ja schon gesagt, viel wurde damals noch per Pferd gezogen. Mal kurz der komplette Blick hier über den Hangar. Hier riecht es irgendwie nach Austern. Warum auch immer. Persönliche Ausrüstungsgegenstände. 2 cm Flak. Inklusive Scheinwerfer. Häufig ist es ja so gewesen, dass die Truppenbewegungen nachts waren, weil die Luftüberlegenheit der Alliierten war ja so hoch, dass man ansonsten Gefahr lief, dass man direkt abgeschossen wurde. Was ja auch passiert ist während der Ardennenoffensive. Man hatte ja die ersten Tage gutes Wetter gehabt, also das heißt in Anführungszeichen schlechtes Wetter. Gutes Wetter für die Deutschen, weil die alliierte Luftüberlegenheit konnte nicht ausgespielt werden. Aber als es dann schönes Wetter kam, dann sind die alliierten Jäger aufgestiegen und der Vormarsch ist relativ schnell dann auch zum Erliegen gekommen. So, also hier sehen wir noch ein Gestell von einem Träger, vom Gleiter. Da steht dir das, eine Shell, also eine Granate und verschiedene Bodenfunde, so wie es aussieht. Und schaut mal hier. Ich denke, das ist für den D-Day. Hat man schon mal alles vorbereitet. Genau, da. Das wird auf jeden Fall gut. Ich bin nur leider 2 Tage da, weil ich andere Termine habe. Aber es wird auf jeden Fall, es werden 2 intensive Tage. Das kann ich auf jeden Fall schon mal versprechen. Und euch nehme ich natürlich mit. So, hier haben wir das gute Stück. Ihr müsst euch vorstellen, ihr seid Fallschirmjäger. Steigt hier in die Maschine ein und wisst, der nächste Halt ist ein Sprung über Feindesland. Und so sieht das übrigens da drin aus. Da haben die gesessen, wie auf den Fotos gerade gesehen. Heute ist zu, aber es gibt wohl auch Gelegenheiten, das Flugzeug von innen zu betreten, weil da vorne kann man spenden. Ja, krass. Schon heftig, oder? Die sogar unter das Flugzeug. Und das ist schon wirklich bemerkenswert. Das ist wirklich bemerkenswert. Ich glaube, die läuft sogar noch, die Maschine. Boah, schaut euch das an. Und ich möchte gerne wissen, was das hier ist. Ich glaube, hier waren Säcke oder so untermontiert. Das ist hier gegen den Wind, damit man nicht zu viel Windangriffsfläche hatte. Verbraucht ja auch Treibstoff. Schaut mal die Propeller an. Das ist unglaublich. Das ist wirklich so nah dran zu kommen, Leute. Das ist doch mega, oder? So, hier sehen wir Kampfspuren. Die Bunker selbst sehen von Weitem noch ziemlich intakt aus. Aber der hier hat auf jeden Fall was abgekriegt. Und da hinten ist Ferenc, der geht gerade unterirdisch. Wir werden also höchstwahrscheinlich auch noch unterirdische Gänge oder ähnliches sehen. Ich bin mal gespannt, wo es als erstes hingeht. Und schaut mal, so sah das damals aus. Nicht so gepflegt wie heute.
sondern komplett zerstört. So, hier ist ein kleines Memorial mit Granaten. Und hier finden wir einen Bunker. Ferenc sagte gerade, da ist eine Audioinstallation drin. Die werden wir uns natürlich jetzt reinziehen. In 5 Minuten geht's los. Und schaut mal hier, am Anfang gibt es ähnlich wie in der Maschine, wo die Fallschirmjäger drin sind, dieses Licht. Grün bedeutet springen, rot bedeutet nicht springen. Okay. Genau, tatsächlich, da sehen wir es auch. So, Eingangsverteidigung. Da war ein Maschinengewehr oder ein Soldat mit einem Gewehr drin. So. Und hier ist sogar bemannt. Bitte? Ist sogar bemannt. Ja, das ist eine. Hier seht ihr mal perfekt, wie so eine Eingangsschadenverteidigung aufgebaut ist. Man hat hier entweder ein MG34 oder 43 oder was auch immer. Manchmal auch Beutewaffen, dann sind hier ein Halter mit verschiedenen Stielhandgranaten drin, wie ihr seht, ein Telefon zur Kommunikation und der Soldat selbst. Unten hat er nochmal zusätzliche Gurte fürs Maschinengewehr. Und mal gucken, ob wir die Eingangsschadenverteidigung auch von außen sehen. So sieht die aus. Da habt ihr das Maschinengewehr. Und jetzt wisst ihr auch, wie die Eingangsschadenverteidigung funktioniert. Da gab es die nochmal. Und hier gibt es verschiedene Bodenfunde. Und hier gibt es eine kleine Ausstellung. Ist das hier oder müssen wir einfach weiter? Nee, okay. Hier gibt es. Die wurden mit abgeworfen. Da war Medizin drin, Ladestreifen. Und Diorama nachgebaut. Also ihr seht, groß sind die Dinger. Obwohl, da geht es ja noch richtig weit. Ich glaube, das geht gleich hier los. Ja? Wegen den Boxen und alles. Ja, schaut mal. So, ist eine Kasematte Typ H611. Vorne ist die Skoda 100 mm. Die Alliierten dachten, hier waren die 150 mm drin. Die ist natürlich deutlich weniger wirkungsvoll und kann auch nicht so weit schießen. Hier ist ein Periskop, da wo wir gerade drin waren. Es war ursprünglich ein Besprechungsraum. Oben gibt es eine MG-Verteidigung für die weiter entfernten Ziele. Das ist die Schattenverteidigung, die wir uns gerade angeschaut haben. Hier genauso. Und hier sind wir gerade drin. Das sind Munitionsräume. Und das, oh, selten, habe ich auch selten gesehen, dass es noch nach unten geht. Da bin ich gleich gespannt. Wahrscheinlich kam hier die leere Munition rein. So, und hier ist das Geschütz nachgestellt, das Skoda-Geschütz. Ich guck mal, dass ich umstelle auf wenig Licht. So, das ist jetzt die Einstellung mit wenig Licht. Man sieht auch direkt mehr. Die FPS-Zahl ist dann auf 30. Und ich glaube, ihr hört es, geht gleich los. Das ist vielleicht ein Wetter. Unglaublich. Nimm mal eine Zigarette. Schon wieder ein Bomben. Ein Wind. Wir haben doch überhaupt keine Sicht. Aber normalerweise kommt es wieder. Thank you.
kommen! Ihr Batterie, Feuerkommando, kommen! Vierte Ladung, Doppelfilter und Grundrichtung 85 weniger, 47 100, Düsseldorf 105, Landungsboote in Hufa, 3 Gruppen, kommen! Vierte Ladung, Doppelzünder und Grundrichtung 85 weniger, 47, 100, Düsseldorf 105, Landungsboote in Zufa, 3 Gruppen, warten. Geschütze, hier Batterieoffizier, Feuerkommando, kommen. Hier ist es, Feuerkommando, kommen. Vierte Ladung, Doppelzünder, Hellring 48, 30, 92, Spring, Schlüssel 73, Düsseldorf 105, 3 Gruppen. Hier ist es, 3 Gruppen abgefeuert. Feuer! Verteidiger haben nur 20 überlebt. Nach ungefähr anderthalb Stunden haben die ersten Vehikel, also die amphibischen Vehikel, den Strand erreicht. Wie gesagt, wir sind in Sword. Und das war der Beginn der Alien-Landung. Und dann melde ich mich gleich nochmal von draußen, weil hier ist gerade richtiges Aufgebot von Kindern. Also ein Diorama, Originalbilder. Ich bin immer noch geschockt. Ein weiteres Diorama. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Ferenc. Das war ja nur ein ganz kurzer Ausschnitt von den Kämpfen. Ja. Man muss sich das einfach mal vorstellen, das ging ja hier über Stunden. Über die gesamte Küstenlinie. Das war ja hier in keine Ahnung, in 5 Minuten vorbei. Das ist ja nicht die Realität. Wir haben gesehen, anderthalb Stunden haben die Kämpfe ungefähr gedauert. Von den 120 Deutschen haben nur 20 überlegt. Wie viele Engländer hast du das mitgekriegt? Zufällig? Nee, das weiß ich nicht mehr. Also es war auch, also die prozentuale Anzahl der Engländer war deutlich geringer, die Verluste. Aber auch da in Summe schon recht hoch.
Und man muss sich das einfach mal vorstellen. Hier war ja monatelang wenig los. Das bedeutet, man hat sich teilweise wirklich richtig gelangweilt. Jahrelang. Jahrelang teilweise sogar, ja genau. Und dann auf einmal so ein Inferno. Das kann man nicht trainieren, Leute. Dass da jemand Angst hat, Panik kriegt, nicht weiß, was er machen soll, glaube ich, völlig nachvollziehbar. Selbst wenn man das Monate, jahrelang trainiert hat. Also unvorstellbar. Unvorstellbar, was damals los gewesen sein muss. Hier finden wir ein alliiertes Geschütz in Ringstellung. Frage nur, warum ist es hier? Das wurde erbeutet. Ja, weil das sind auf jeden Fall Wehrmachtsleute und das ist auf jeden Fall kein deutsches Geschütz. Aber leider wird sich erklärt, wie es hier hingekommen ist. Und wir gehen jetzt direkt in den nächsten Bunker rein. Und ihr seht, Leute, es ist definitiv einen Besuch wert. Wir gucken uns dann gleich nochmal von vorne an, oder? Ja. So, das ist die Aufteilung der Airborne Division. 6. Airborne Division war hier und war unterteilt nach 3., 5., 6., also 3. und 5. Parachutbrigade, 6. Air Landing Brigade und 1. Special Service Brigade. Und die hatten hier dieses Pferd mit den Flügeln. Davon gibt es auch ein Denkmal, das werden wir sicherlich noch sehen, wenn wir es denn schaffen. Hier nochmal der Aufbau. Hier links und rechts war die Munition, vorne war die Kanone drin, wie gesagt eine Skoda. Und schaut mal, hier sehen wir noch den originalen Concrete, den originalen Beton. Und hier ist es deutlich heller. Hier kann man über die Kompanie einiges erfahren. So sahen die Männer damals aus. Die hatten schon Schneid, Leute. Also jeder Soldat, der damals gedient hat, hatte definitiv Schneid. Selbst derjenige, der vielleicht Angst hatte und geweint hat, keine Ahnung. Aber stellt euch mal vor, ihr seid irgendwie, auch die Zivilpersonen übrigens, ne? Magdeburg, Dresden, London, Bukarest, Budapest, egal wo. Ne? Also die Soldaten haben teilweise sogar gesagt, dass die Zivilisten, die in den Bunker sind, mehr Mut hatten als die Soldaten selbst, weil der Soldat hat ja die Möglichkeit, im freien Feld sich auch in Sicherheit zu bringen oder wegzurennen. Und die Zivilpersonen in den Bunkern konnten das ja nicht. Und eine Geschichte, die ist halt mega interessant. Da gab es jemanden, der hat halt Fronturlaub gehabt und war in Hamburg und, Entschuldigung, in Duisburg im Honigbunker. Rita, an dieser Stelle, danke für diese Information. Der war auf Fronturlaub und der war im Honigbunker. Video habe ich ganz, das müsste eins meiner ersten sein, war im Honigbunker mit Zivilisten und die durften während des Luftangriffes nicht raus und die Türen mussten auch verschlossen sein, weil halt ja auch giftige Gase und Dämpfe entstehen. Und der hat gesagt, dass die Zivilisten mehr Mut haben als die Soldaten selber. Natürlich aus dem Hintergrund, dass natürlich hatten Soldaten auch viel mehr Mut. Die Zivilisten konnten ja nichts anderes tun. Der Soldat am Ende des Tages auch nicht, der hatte seinen Auftrag. Aber schon interessant, diese Perspektiven auch immer zu sehen. Also ich finde es auf jeden Fall interessant. Und jetzt schauen wir uns mal da, wo die Lightshow gerade drin war, die Kanone von vorne an, weil die ist ja zu, wie ihr gerade gesehen habt. Und die Kanone musste ja hier in Richtung Küste schießen. Und hier, so sieht das übrigens aus. Da hat die Kanone drin gestanden und dann Richtung der Feinde geschossen. Oben gibt es noch einen Tobruk-Stand drauf, also einen Maschinengewehrstand. Aber glaubt mir, wenn von überall in der Dunkelheit die feindlichen Fallschirmjäger sind, ihr unter Panik seid, ihr seid ja völlig paralysiert, dann glaubt mir, dann habt ihr nicht viel Chancen. So, dann nochmal zur Orientierung das Flugzeug und wir gehen jetzt den Weg entlang und dann melde ich mich gleich wieder. Wenn man sich das heute mal anschaut, die Bunker, dann sind die ja weitläufig überall zu sehen. Das war natürlich damals nicht. Man hat ein Tarnnetz drüber gespannt, man hat Steine links hin lang der Wege gemacht und man hat den Bunkern so Fake-Impressions gegeben, also
Feldstrukturen. Und schaut mal, von oben, vom Flugzeug, konnte man wirklich nicht erkennen, dass ich hier bunker. Also man musste da schon genau hingucken. Und man hat die teilweise sogar angemalt hier. Und Geschützstellung hat man wirklich richtig gut getarnt. Also das sah ganz anders aus damals als heute. Hier haben wir den nächsten Bunker oder Geschützkasematte. Auch hier gibt es eine Präsentation. Und zwar in 7 Minuten. Das ist das Cockpit von der DC-43. Originales Steuerrad. Und hier hat man die Möglichkeit, sich verschiedene Originalbilder anzugucken. Also wenn ihr das machen wollt, kommt gerne vorbei. Damals war Krieg, Leute. Heute leben wir in Frieden. Noch. Also genießt es jeden Tag. So, das ist ein geschützter Graben, der eine direkte Verbindung mit einer offenen Ringbettung hat. Entweder für eine Flugabwehrkanone oder aber für eine Artilleriekanone. Steht leider nicht ausgeschildert. Und hier gehen wir einmal drunter her und mal schauen, was uns hier erwartet. Auf jeden Fall eine Kanone. MK2 25 Libris. Kaliber 8,75, wird was Britisches sein, weil in Pfund hier ausgewiesen wird. Und MK steht für Mark, also es ist wahrscheinlich eine britische. Und schau mal hier, geht es theoretisch noch runter. Sehen wir es noch mal ganz gut. Also hier war die Kanone drin, da stand sie drin, da war die Öffnung und dann hat sie hier Richtung See gefeuert, Richtung der alliierten Luftlandetruppen. Ferenc hat sich gerade mit der Geschichte einmal auseinandergesetzt und 150 Leute sind hier tatsächlich abgesprungen. Es gab 3 Segelflugzeuge, die direkt hier in dieser Batterie landen sollen. Eins davon wurde mit der Flak abgeschossen, ist in einem Obstwald, in den Obstgarten eingeschmiert. Einer ist ein bisschen weiter und der andere ist aber hier, ne? Ne, der war auch nicht drin. Nee? Also keiner von diesen 3 Maschinen ist hier direkt gelandet und in Summe 150 Leute und draußen war noch mal eine Kompanie, die die unterstützen sollten. Und ihr müsst euch das vorstellen, das war damals total wie eine Festung und leider ist das ein bisschen laut gerade. Alles mit Stacheldraht und so weiter. Und es gab welche, die sind gelaufen, haben sich hier auf die Stacheldrähtzäune geworfen, so wie das hier. Und die Nachfolgenden sind quasi über diese Leute drüber und haben dann gekämpft. Also man hat sich da wirklich nichts geschenkt hier. Es müssen abnormale Szenen damals abgespielt worden sein. Und natürlich war das ganze Feld auch vermint. Einige sind direkt in die Minen reingelaufen, dann sind sie zurück auf allen Vieren, genau den Weg, den sie auch genommen hatten. Und die hatten mit ihren Füßen beim Robben, haben die Spuren gezogen, damit die anderen wussten, wo sie lang gehen können. Unvorstellbar. Unvorstellbar. Und die Fallschirmjäger, die hier gelandet sind, die einsatzbereit waren, die haben sich gesagt, nein, wir warten nicht auf die anderen, die uns unterstützen wollen, haben das selber gemacht. Und von den 150 sind tatsächlich nur 75 dann auch überlebend oder unverletzt durchgekommen. Also die Hälfte. Und bei den Deutschen, habe ich ja euch gerade erzählt, war die prozentuale Sterberate deutlich höher.
ein weiterer Bunker. Und hier ist es zum Glück ein bisschen leiser drin. Originale Ausrüstung. Sogar mit Fotos. Und so sehen sahen die damals aus, Leute. Die falsche Mega. Wir haben auch wieder eine offene Geschützbettung und ich war mir ja gerade nicht klar, ob die für die Luftverteidigung oder aber für die Artillerie. Und tatsächlich waren die für die Artillerie. Da stand auf einer drehbaren Lafette, quasi waren die Räder mit diesem Ring unten, mit der Concrete Base, die Lafette zum Drehen, dass man die Kanone relativ einfach drehen konnte. Hier in diesen Unterständen war die Munition und die waren verbunden mit den jeweiligen Bunkern, sodass sie sich bei Luftangriff in Deckung bringen konnten. Und schaut mal, hier gibt es sogar noch eine historische Zeichnung innerhalb dieser Bunker von 1943 übrigens. So, ich habe gerade gefragt, ob ich hier mal hin darf, weil ich bin ja über die Wiese gegangen und da fragt man einfach mal. Wir sind da im fremden Land, aber es gebietet sich einfach des Respekts. Und schaut mal hier, wir haben gerade auf dem Bild die zeitgenössische Zeichnung oder Skizze gesehen. Und hier sehen wir sie. Wenn auch wir sterben, steht hier. Wenn auch wir sterben, müsste hier stehen. Also, man wusste auf jeden Fall. Und schaut mal hier. Das ist alles, sind noch Spuren der Kämpfe. Deutschland muss leben. Ach, Deutschland muss leben, auch wenn wir sterben, steht da. Den Spruch haben wir schon häufiger gesehen, ne? Mhm. Schaut mal, hier ist alles noch voller Munition, natürlich nicht mehr zum Verschießen. Sind Hülsen. Sogar noch mit Kanister. Das ist schon bemerkenswert. Gut oder gut? Cool. Leute, das, was ihr hinter mir seht, ist auch nochmal richtig spannend. Wir befinden uns jetzt hier mitten in dem Eingangsbereich für eine Kasematte, für einen Gruppenunterstand. Und wir gehen natürlich auch direkt mal rein, damit ich euch zeigen kann, wie das so aussieht. Auf der rechten Seite wird das Erdreich abgestützt und dient natürlich auch, wenn da vorne eine Granate reinschlägt, als Sicherheit. Hier waren damals Tarnnetze drüber gespannt. Und wer weiß, vielleicht wisst ihr es, das ist ein sogenanntes Tobruk. Schaut mal, das ist eine Ringstellung. Die war häufig an MG 43 oder 34 montiert. Man konnte hier das gesamte Gefechtsfeld überblicken und auch verteidigen. Man selbst war aber allerdings relativ schwer zu treffen. Stellt euch vor, da kamen die Angreifer her. Die mussten euch erstmal sehen, natürlich. Wenn geschossen wird, dann gibt es auch diese Blitze. Aber grundsätzlich hatte dir eine definitiv bessere Position als der Angreifer. Außer natürlich, wenn 150 Angreifer von allen Seiten kommen. Und schaut mal hier, so sieht das Tobruk aus. Gar nichts Besonderes. Hier war Munition noch untergebracht. Und dann geht das hier schon runter. Und stellt euch vor, hier ist der Angreifer, der braucht nur eine Granate reinwerfen. Dann ist es mit euch vorbei. Deswegen, das war nur gut auf Entfernung. Und jetzt gehen wir in diesen Gruppenunterstand rein. Und der ist auf jeden Fall nach 1940 gebaut worden. Warum? Weil es hier schon eine Eingangsverteidigung gab. Die gab es vorher noch nicht. Und es gibt eine Gasschutztür. Diese ist nicht nur panzerdicht, sondern auch gasdicht. Und wir befinden uns jetzt mitten in der Gasschutzschleuse. Das Bauwerk stand unter Überdruck. Und man musste immer eine Tür nach der anderen öffnen. Und hier seht ihr sogar noch das Überdruckventil. Oft von Dräger. Und so sah das aus, Leute. So sah das aus. Das sind die Bettgestelle. Die waren hier oben an so Haken montiert. Kommt von der Kriegsmarine.
Und wenn man die nicht gebraucht hat, wurden die hoch an die Wand befestigt, damit man mehr Platz hat. Hier ist die Ausrüstung und die Bewaffnung. Und schaut mal hier, zeitgenössisch alles eindekoriert. Und hier haben die Leute gelebt, gearbeitet, gekämpft und am Ende des Tages sind sie hier auch gestorben. Und schaut mal hier, immer ein Vögelchen dabei, falls Gasangriff herrscht. Man weiß dann, ob noch genug Sauerstoff vorhanden ist. Und das hier ist der Notausgang, Leute. Falls die Haupttür verschüttet ist, gibt natürlich auch einen Filter, falls draußen Giftgas ist oder die Luft einfach schlecht. Und das ist die Schachtenverteidigung, die Eingangsschachtenverteidigung. Die letzte Möglichkeit, das Bauwerk und sich selbst vor den Gegner in Sicherheit zu bringen bzw. zu verteidigen. Aber glaub mir, ich glaube, da gibt man schon fast lieber auf, als ob man hier noch den Endkampf für sich selbst bestreitet. Weil je länger ihr den Kampf führt, desto wahrscheinlicher ist es ja, dass der Gegner euch tötet. So würde ich jedenfalls denken. Leute, hier war die Flak und gleichzeitig die Küche. Und mich wundert, dass die Anlage nur bisher eine 2 cm Flak hat. Die sogenannte Flak 38. Und die war hier oben aufmontiert. Schaut mal, das sieht fast so aus, als ob man da irgendwie an die Wand was gezeichnet hätte. Genau kann ich es nicht sagen, aber hier sehen wir auf jeden Fall Beschussspuren. Und hier ist was Größeres reingekommen. Und hier sehen wir gerade eine Schulklasse. Ich glaube, das sind alles jüdische Mädchen. Der Führer hat eine Kippa. Und die sind auf jeden Fall alle sehr interessiert. Und schön zu sehen, dass es hier Aufklärung für alle Nationen gibt. So, jetzt sind wir auch gleich durch mit unserer Besichtigung. Hier gibt es noch mal einen Bunker. Den hat die Kindergruppe ausgelassen. Mal gucken, was wir hier finden. Gar nichts. Hier ist einfach gar nichts. Also die haben ja die Anlage hier gegen 7 Uhr eingenommen, 7.30 Uhr ganz grob. Und Farron sagte mir gerade, dass die Deutschen die Anlage wieder zurück eingenommen haben. Gegen Mittag war die wieder in deutscher Hand. Aber, und das weiß ich noch aus verschiedenen Battlefield-Spielen, der Auftrag war damals, die Anlage einzunehmen und kampfunfähig zu machen. Also irgendwie einen Sprengsatz irgendwie ans Rohr, damit die Kanone an sich nicht mehr feuern konnte. Und die Deutschen haben es tatsächlich gegen Mittag wieder eingenommen. Ich sagte gerade, das ist hier eine Gruppenunterkunft. Schaut mal die fetten Bunkertüren. Mein Video. Robert. Und schaut mal hier Kommunikationsmittel aus der damaligen Zeit. Und hier war der Funker drin. Ganz viele Bodenfunde. Foto. Die Granaten. Das ist unvorstellbar, Leute. Das sind die 100 mm. Die hier. Und schaut mal, früher hat man mit Glasgranaten gearbeitet, damit der Detektor die nicht findet. Die sind richtig aus Glas. Und das sind hier schwere Antifahrzeugminen. Die sind erst ab, ich glaube, 30 Kilo oder so ausgelöst worden. Und die waren ganz gefährlich. Die Granaten hier, die sind hochgesprungen und auf ungefähr Bauchhöhe explodiert. Und die Leute am Leben lassen, damit eine Person, die nämlich verwundet ist, die bindet mehr Personal als jemand, der tot ist. Und hier ein alter Heizöltank, würde ich sagen. Und hier geht's raus, aber wir gehen lieber zurück zu Farrons. Leute, und ich wollte immer wissen, was in diesen Nischen ist. Habe ich euch ja in den anderen Videos gefragt. Das ist einfach ein Verteiler für die Stromkabel. Hier ist ein Verteiler drin. Wieder was gelüftet. Glücklich. Siesta. Farrons macht gerade eine Siesta und wir sind mit unserem Rundgang bei der Batterie Merville fertig.
Ich würde gerne noch mal ein Hochkant-Video schneiden für TikTok von der Landung hier, von der Einnahme von der Batterie Merville. Mal schauen, ob ich günstig gerade komme. Und ansonsten werde ich gleich den Ferrets einsammeln und dann werden wir uns zur nächsten Küstenbatterie begeben. Ich glaube, der Azvil müsste dann dran sein. Und da wurde richtig krass gekämpft. Könnt ihr euch auf jeden Fall auch freuen. Also seid gespannt. Und entweder bleibt dran oder bis zum nächsten Mal. Denn unsere Reise hat mindestens noch 4 Tage.